Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Wie Sie Ihr silbernes Haar natürlich entfernen. Versuchen Sie es auf diese Weise. Schwarze Haare scheinen die Besessenheit aller zu sein, jedoch kommen silberne Haare im zunehmenden Alter. Es führt dazu, dass wir eine sehr wichtige Ästhetik verlieren, wodurch wir den Glauben in der Kommunikation verlieren. Insbesondere macht es uns älter als unser wirkliches Alter. Um diese Situation zu überwinden, haben viele Frauen viel Geld für anspruchsvolle Dienstleistungen und Haarlektionen ausgegeben. Aber diese Ergebnisse sind immer noch nicht zufrieden. Heute werden wir mit Ihnen eine sichere und effektive Methode teilen, um Ihnen zu helfen, alle Grautöne zu Hause ohne großen Aufwand zu entfernen. Die erste Zutat, die Sie zubereiten sollen, ist eine halbe Karotte. Schälen und hacken Sie die Karotte. Karotten sind ein sehr nützliches Lebensmittel mit viel Zucker, Vitamine, Mineralstoffe, vor allem Vitamin C, Carotin. All diese Nährstoffe sind extrem ausgezeichnet für die Aufrechterhaltung der Farbe Ihrer Haare. Karotten enthalten eine Menge Beta-Carotin, genau die Nährstoffe, die das Haar benötigt. Es ist ein ausgezeichneter verbündeter Prozess der Hilfe, um Grautöne sehr effektiv zu entfernen. Sie sollten dunkel-orange Karotten wählen, die noch frisch sind, um die darin enthaltenen Nährstoffe nicht zu verlieren. Die zweite Zutat sind 5 Knoblauchzehen. Knoblauch enthält die Vitamine B und E. Sie werden verwendet, um die Proteine zu konvertieren, die benötigt werden, um die natürliche Farbe des Haares zu erhalten, effektiv die Haarfarbe zu verbessern. Den Knoblauch schälen. Die letzte Zutat, die wir brauchen, sind 3 Esslöffel Kokosöl. Kokosöl ist einfach zu kaufen, nicht wahr? Kaufen Sie diese im Supermarkt, um Qualität zu gewährleisten. Dank der Nährstoffe von Kokosöl nimmt die Durchblutung nicht ab, stimuliert die Entwicklung von Melaninpigmenten, hilft das Haar, sich schnell zu verbessern und verhindert graue Haare am besten. Karotten, Knoblauch und etwas Wasser zu einem Mixer geben. Dann fügen Sie 3 Esslöffel Kokosöl in die neu erhaltene Mischung hinzu. Beginnen Sie zu rühren, um eine homogene Mischung zu bilden. Die perfekte Kombination von 3 Zutaten schafft nicht nur eine extrem effektive Formel, um graues Haar zu entfernen, es ist auch eine ausgezeichnete Methode für die tägliche Haarpflege. Toll, das ist die Mischung, die wir gerade beendet haben. Die Verwendung ist sehr einfach, Sie müssen nur 3 Schritte folgen. Schritt 1. Waschen Sie Ihr Haar mit einem normalen Shampoo und lassen Sie es fast trocknen. Schritt 2. Tragen Sie die Mischung gleichmäßig auf das Haar auf, mit einem Pinsel von der Wurzel bis zu den Enden, vor allem wo es viele graue Haare gibt. Kämmen Sie für 7 bis 10 Minuten, sodass die Mischung das Haar gleichmäßig bedeckt. Dann verwenden Sie ein Handtuch groß genug, um Ihr Haar für etwa 15 bis 20 Minuten abzudecken, damit die Mischung tief in die Wurzeln eindringt. Schritt 3. Waschen Sie Ihr Haar mit warmem Wasser aus und kombinieren Sie es mit einer Haarcreme, falls vorhanden ist. Großartig! Heute haben wir eine sichere und effektive Methode, um natürlich glänzende schwarze Haare zu erhalten. Mit dieser großartigen Methode müssen Sie dies nur 3-mal pro Woche anwenden. Bleiben Sie hart dabei, bis die Grautöne verschwinden. Bis bald!